Ja, es war einmal, so beginnen Märchen und so beginnt auch vielleicht die Einführung auf unseren nächsten Gast. Ein Mann, es war einmal, der wurde 70. Ein großer Tag, Freunde wollten gratulieren, Geschenke sollten überreicht werden. Doch er hat dem Ganzen einen Riegel davor geschoben, indem er sich im Vorwege extrem dagegen verwehrt hat. Er ist der Partymuffel Deutschlands, Herbert Feuerstein. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja. Aber schon mal dazu sagen, ich meine, es ist ja keine Leistung, 70 zu werden. Na? Ich weiß, dass viele von Ihnen das vorhaben. Einige werden es nicht schaffen und es ist vielleicht ganz gut so. Mein Gott, ich habe nichts zu meiner Geburt beigetragen und wüsste daher auch nicht, ich habe auch kein Glücksgefühl, alt zu werden. Das ist ja auch nicht toll. Gut, ich bin jetzt endlich die Zielgruppe von ARD und ZDF, ne? Und aber kommt noch nicht Volksmusik? Nee, das noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das noch beim 80. da, ne? Wenn ich, nein, ich habe wirklich das Problem mit dem Geburtstag und konnte nie damit umgehen. Ich habe nie den Geburtstag gefeiert, ne? Mhm. Ich habe dieses Mal versucht, und das war wohl auch ein Fehler. Du bist ja auch so eine Einladung. Ich habe das. Ja. Ich hab sie hier. Sie haben noch eine. Weil wir haben sie auch bekommen. Habe ich Ihnen auch eine geschickt? In der NDR Talkshow. Nicht, leider nicht mir persönlich. Ah ja, mir eben. Ne? Ich habe meine persönlich gekriegt. Das tut richtig weh. Das tut weh, ne? Das sitzt. Ja. Ich kann ja mal ganz kurz vorlesen. An alle meine lieben Freunde und Bekannten, ganz besonders aber an die NDR Talkshow. Herzliche Ausladung. Ja? Am 15. Juli 1937 habe ich mich erfolglos gegen meine Geburt gewehrt. Mit wesentlich mehr Erfolg wehre ich mich seither dagegen, die Wiederkehr dieses Datums zu feiern. Ich habe weder zu meiner Entstehung noch zu meiner Geburt etwas beigetragen und wüsste deshalb nicht, weshalb man mir dazu gratulieren oder mich gar beschenken sollte. Ich habe dieses Jahr für Jahr so gehalten und ich werde es auch am 15. Juli 2007 zu meinem 70. tun. Auch im engsten Familienkreise findet nichts statt, weil ich einen solchen gar nicht habe. Naja. Liebe Grüße, Herbert Feuerstein. Ja. Ja, Sie sehen, welche spontane Begeisterung das auslöst. Ja. Ne? Wie glücklich viele Leute werden, wenn sie nicht da so grässliche Sachen hingeknallt kriegen und noch Kerzen ausblasen müssten. Wie halten Sie es? Ich muss was anderes fragen. Bitte. Vorher fiel die Bemerkung, Sie hatten 6,5 Kilo abgenommen. Ne? Erste Frage, warum? Ja. Zweite Frage, ist das jetzt ein anderer Anzug? Nein, das Schlimme ist ja, ich müsste eigentlich, der ist viel zu groß, der sitzt überhaupt nicht. Der schlappert dann. Der schlappert total. Ja. Willst du mal aufstehen? Nein, auf keinen Fall, Herr Feuerstein. Er ist wirklich ist ganz schrecklich. Ne? Ja. Das muss doch jetzt, da müssen sich doch alles irgendwie verändern. Ne? Nee, ich weiß ja ganz genau, dass ich es in 2 Wochen wieder drauf habe. Sind Sie aus Gram? Haben Sie das abgenommen? Nein, ich habe Urlaub mit Familie verbracht. Und dann Sie sehen dünn und schlecht aus. Das ist die Wahrheit. Aber. Also ich fand ihn besser früher. Ne? Dicker? Na, einfach so im Gesicht auch ein bisschen. Ne? Ja. Das macht auch so. Aber es gibt ja Böses Menschen in dem Moment. Ja, ich bin auch. Ich, ja, das so. Ist auch, ist ja auch meine Idee jetzt eigentlich. Ich will endlich mal. Ich habe ja immer das Attribut Nachfolger von Schmidt furchtbar werden auf die Weise. Ne? Übrigens, der ist ja diese Woche letzte Woche 50 geworden. Waren Sie denn da eingeladen? Es gab danach mal so eine interne Geschichte. Bei Käfer in München gab es das doch. Mit das ist geheim, da darf ich nicht drüber reden. Das war so aber geheim, Sie waren eingeladen. Da würde die Bunte 3 Wochen lang drüber schreiben, exklusiv, was da alles so gesagt wird. Ja. Wahnsinn, ne? Es ging um die groß vorbei, gemacht wurden und die man groß machen kein Wort, will. Nicht von mir. Oh, bitte. Ja. Nee. War es schön? Nee. 12 Männer waren. Nö, nee, schön war es auch nicht. Ne? Das ist wie, wenn so ein Kegelclub über Ausflüge spricht und dann die Kasse, nur dann geht es halt immer um Hunderte von Millionen. Mhm. Haben Sie was geschenkt? Ihm? Ja. Meine Aufmerksamkeit, eigentlich schon sehr lange. Nein, was schenkt man jemandem, der alles hat? Ne? Ich habe dasselbe Problem. Er ist ja auch kein Geburtstagsmensch und können wir nicht dieses Thema lassen? Ja, ich glaube, wir müssen es lassen. Ich glaube auch, weil es bringt wirklich nichts, weil. Nein, ich habe das ja nur deshalb gesagt, weil es gab ja mal böse Pressemenschen, die gesagt haben, dass zwischen ihnen irgendwas nicht stimmen würde, was ja wirklich nicht stimmt, sondern es stimmt ja, sonst wären sie nicht eingeladen gewesen. Nö, man ladet ja auch Feinde ein zum Spaß. Ne? Das ist ja auch viel interessanter, wenn jemand sitzt, wo ein bisschen Spannung aufkommt. Ne? Nein, also unser
Elke Heidenreich. Ich sage auch nichts dazu. Ja, du sagst ja auch nichts dazu. Kein Geheim. Ne? Ja. Kein nee, eben. Es gibt Dinge, die... Die macht man nicht. Ja. Gut. Ja. Dann noch mal zu Ihrem. Es gab doch sicherlich trotzdem Menschen, die gesagt haben, ach, zum 70, ich würde ihm ja gerne gratulieren. Ich mag ihn doch. Haben Sie die gleich alle? Letzteres nicht. Ich Nein, vielleicht eben. Ich wollte ihm meinen großen Kaktus schicken per Forum, aber ich habe es dann gelassen. War mir auch zu teuer, Herbert. Weißt du? Aber einmal das und zum Zweiten hast du mir ja wirklich, das muss ich jetzt ja auch mal sagen, du hast mir ja zum Schreiben verholfen. Ne? Du hast ja damals, das war wirklich jetzt 17 Jahre her, in, bei Pst, ne? immer gesagt, Feuerstein, du kannst ja schreiben und so weiter, mach das endlich. Und das erste Buch und die ganzen Sachen, die journalistischen, habe ich dieser Frau zu bedanken. Ich habe nicht geglaubt. Obwohl sie keine Ahnung von Literatur hat. Ne? Aber sie hat mich zum Schreiben gebracht. Ja. Ne? Hat Ihre Frau Ihnen denn gratuliert zum Geburtstag oder darf die auch nicht gratulieren? Na doch, doch. Also das ist was anderes. Das ist ja das, was er ganz wunderbar gratuliert und wunderschöne Sachen gemacht, die ich jetzt alle vergessen habe. Aber natürlich, das nimmt man schon zur Kenntnis. Da kommt man, mache ich auch, das ist ganz klar. Aber warum sind Sie denn so ein Partymuffel? Warum nicht? Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es muss... Die Frage ist berechtigt, aber ich wüsste die Antwort nicht. Es gibt halt irgendwo Prägungen, denen man ausgeliefert ist. Ne? Warum haben Sie 6,5 Kilo abgenommen? Ich meine, das sind ja auch Fragen, die einfach im Raum stehen, die dann niemand beantworten kann. Ne? Ja, es macht ja auch keinen Sinn. Ne? Waren Sie denn mal einfach so ein entspanntes Bier? Ihr werdet das nicht glauben. Ich bin ein absoluter Partymuffel. Ich gehe überhaupt nicht auf Partys. Eben. Ich gehe weder auf diese Fernsehfeste, diese grässlichen, außer ich muss einen Preis abholen. Und das hört ja jetzt auf. Irgendwann hat man sie alle. Es sind immer die 10 selben Leute, die oben stehen, den 10 selben Leuten die Preise geben. Ja. Alles dummes Zeug. Und ich gehe überhaupt nicht auf Partys. Ich hasse das genauso wie Herbert. Oh. Ich würde niemals Herbert zu meinem Geburtstag einladen, genauso wie er mich. Ja. Aber es gibt ja, natürlich gibt es so diese furchtbaren von Ihnen beschriebenen Anlässe, Empfänge, Partys, aber es gibt doch auch Freunde, mit denen man gerne mal zusammen sitzt, ein Bier trinkt. Ja, das ist ja keine Party, das ist ja was anderes. Das wäre ja was anderes, aber ich muss zugeben, auch da ist meine Muffelkeit irgendwo auch stachelig. Also ich habe Freunde, es ist ja so, das kann ich als 70-Jähriger sagen, für alle die das noch vor sich haben, man macht Freunde, wirklich Lebensfreunde, nur sehr jung. Später kommen keine mehr dazu und ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mehr Leute vergessen will, als neu kennenlernen. Das kommt ja auch schon mal, das ist ja auch schon mal eine Sache. Ich stelle mich jetzt da irgendwie als ein Ekel da. Ich bin ja eigentlich herzensgut, aber hat viele Gründe. Vielleicht kommt das auch aus der Kindheit. Schau mal, der Konstantin Becker, der kann in den Wald gehen und die Bäume lieben ihn. Mich mögen die Bäume nicht. Die schlagen aus und sonst was. Also ich habe diese Möglichkeit auch gar nicht. Ne? Und wenn man da so, meine Mutter hat immer gesagt, ich wäre schuld am Zweiten Weltkrieg und so Sachen. Ne? Und wenn man da so eingeengt ist, dann hat man irgendwie das Gefühl, man muss sich selber dann genug sein und man macht auch eine ganze Menge. Das Leben ist interessant und man ist voller Neugier. Man muss das ja nicht absitzen. Und wenn ich was nicht leiden kann, ist Smalltalk. Vielleicht bin ich jetzt hier falsch. Ne? Ja, eben. Warum kommen Sie? Ja, ist ja nicht mehr so lang, oder? Sie haben... Wir können auch gleich aufhören. Nein, ist okay. Nein.